ジョジョの奇妙な冒険オールスターバトル。Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt, und zwar JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. Ja, ein Spiel von Bandai Namco für die PS3. Von mir ins Bett für euch. Boah, geil. Ja. Für jemanden, den es jetzt hier gar nichts sagt, JoJo's Bizarre Adventure ist eine Manga- und Anime-Serie, die schon ja, seit den guten 80er Jahren läuft, glaube ich. Und sogar immer noch ongoing ist. Ich werde vielleicht noch hier so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt einen Story-Mode. Ja, einen Story-Mode gibt es auf jeden Fall. Aber wie sehr jetzt hier auf die Story eingegangen wird, weiß ich nicht. Deswegen hier so ein kleiner Überblick. Die Serie ist in verschiedenen Parts eingeteilt. Mittlerweile 8 Stück. Und jetzt wird, glaube ich, das Intro wieder abgespielt. Das lassen wir mal. Ja, genau das. Bin ich gut, dass immer irgendein Charakter gezeigt wird, wer hat gerade gesagt. Und, ja... Die Serie ist in verschiedenen Parts eingeteilt, die jedes Mal die Geschichte von einem anderen Mitglied der Joestar-Blutlinie erzählt. Und ja, das sind die Hauptcharaktere in dem Spiel, in der Serie meine ich. Und ja, okay, das ist schon wieder aufgetaucht. Das ist eigentlich schon bei meiner Testaufnahme, also was heißt Testaufnahme, einfach so zu gucken, ob hier der Sound und so alles richtig stimmt, schon aufgetaucht. Aber egal, kann ja nochmal auftauchen. Das Spiel ist komplett blind. Ich habe noch nichts von dem Spiel hier gespielt. Ich will jetzt die ganze Zeit Serie mit Spiel verwechseln. Das ist furchtbar. Und ja, ich nehme an, der Story-Mode tut so die Geschichte hier ein bisschen erzählen. Aber ich will ja noch ein bisschen so allgemein von der Serie erzählen. Part 1 bis 8 sollen hier vorkommen. Ich habe auf jeden Fall alle Hauptcharaktere schon mal gesehen. Also, ja. Ich glaube, der 8. Part wird nicht so drauf eingegangen, weil der ist ja gerade noch am Laufen und ja, weiß nicht. Ich glaube, die sind noch nicht mal bei der Hälfte bei der Serie und ich bin auch noch nicht so weit in dem 8. Part. Ich habe alle Parts gelesen und geguckt. Die Serie ist auch jetzt auch wieder groß im Kommen, weil ja, ich glaube, David Production heißen die. Die machen im Moment die Serie, was heißt im Moment? Das ist eigentlich jetzt schon letzte Woche zu Ende gegangen. Stardust Crusader, der 3. Part, ist... weiß nicht, letzten Samstag zu Ende gegangen, und ob Part 4 irgendwann kommt und es danach noch weitergeht, weiß man jetzt nicht. Aber egal. Ja, und seitdem bin ich auch ein riesiger Fan von der Serie und ich kann es einfach nicht erwarten, das Spiel jetzt gerade zu spielen. Ganz ehrlich. Ja. Gucken wir mal, was im Story-Modus hier gezeigt wird. Vielleicht wird ja da irgendwas... Ja, genau, der Typ hat das gemacht. Sehr schön. Schön, ich freue mich so auf das Spiel. Ja, zu Beginn der Story muss zuerst die Teile der Saga und die gewünschte Episode ausgewählt werden. Für jede Episode gibt es Kampfbedingungen. Ja, die Kämpfe werden schwieriger. Im Spielverlauf werden die Kämpfe immer schwieriger. Beginne mit Teil 1 und wenn es immer noch zu schwer ist, dann versuche Zusatzeffekte einzusetzen. Okay, alte Vorteile durch Zusatzeffekte. Im Story Modus können Spieler für Gold Zusatzeffekte kaufen, die ihnen im Kampf helfen können. Beim Verlassen der Story Modus verschwinden die Effekte jedoch weiter. Suche nach Geheimmissionen. In jeder Mission Episode gibt es Geheimmissionen. Durch erneutes Spielen der Manga-Stories können die Mission abgeschlossen und Galeriegegenstände etc. verdient werden. Einige Kämpfe behalten keine Geheimmissionen. Zahle Gold, um Hinweise zu erhalten. Drücke Viereck, um von... durch Drücken von Viereck während der Episodenauswahl erscheinen Hinweise auf Geheimmissionen. Sind sie etwas rätselhaft, aber etwas Gold kann da sicher schnell für Klarheit sorgen. Versuche alle Episoden abzuschließen. Im Spielverlauf scheint nach Abschluss einer Mission weitere neue. Was geschieht am Ende einer jeden Episode in jedem Abschnitt? Nach jedem Abschnitt wird ein neuer Kampf freigeschaltet, in dem die Spieler als Gegner spielen können. Und es gibt auch weitere Geheimmissionen. Ah, okay, cool. Ach, boah, wer war das nochmal? Ich weiß ja, boah, voller riesiger Fan, merkt man schon. Ja. Dieses Spiel hier tut die gesamte Story umfassen, nehme ich mal an. Und wie gesagt, die Serie ist in verschiedenen Parts eingeteilt. Hier sieht man ja auch die ganzen Namen. So, und jeder Part hier, wie gesagt, handelt von einem Mitglied der Joestar-Familie. Hier haben wir zum Beispiel Jonathan Joestar, der Charakter aus Part 1, Phantom Blood. Dann hier sein Enkel, Joseph Joestar von Battle Tendency. Dann... Josephs Enkel von Part 3, Star Wars Crusader und so weiter und so fort. Also ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie hier drauf eingegangen wird, aber
Versucht die ganze Zeit mich zu erinnern, wer das nochmal war. Die kommt mir so bekannt vor. Ja. Okay, wir haben hier die erste Episode und zwar, wo steht der Name der Episode? Episode 1, Zeppeli, der Exzentriker. Okay, sehr gut. Ja, das haben wir. Warte mal, Birk. Nicht abgeschossen, spezial verwenden. Okay. Ich weiß übrigens noch gar nicht, wie das Spiel funktioniert. Es ist ein Kampfspiel und ich habe bis jetzt noch keine Minute gespielt. Und ja, mit dieser Episode beginnen. Ja, ja. Yes, yes, yes. Sehr gut. Boah, wer war das nochmal? Die kommt mir so bekannt vor. Okay, hier wird die Story anscheinend gut erklärt. Dann lassen wir mal. Ich lasse mal einfach so gerade. イシカメンの力で吸血鬼と化したディオを止めるため炎上する上スター艇でステミの戦いを挑んだ。そして、かろうじてディオを倒すことに成功する。だが、鬼人ゼペリ。Sehr schön. Okay, nach dem Kampf mit Dio ist Jonathan nicht nur verletzt und ohnmächtig, er hat auch alles verloren, sein Zuhause, seinen Vater. Aber dank der Pflege seiner Freundin aus Kindheitstagen, Irina Pendleton, ist er schon bald wieder auf den Beinen. Und dann trifft Jonathan eines Tages einen sehr mysteriösen Mann. Ja, ich weiß, dass auch einige Namen hier geändert wurden, also ja, ich werde natürlich die, wie sie in die Story bekannt sind, hier die Namen aussprechen, also falls jetzt irgendwelche Namen hier geändert worden sind, seid jetzt nicht überrascht, wenn ich hier irgendwie einen normalen, vollkommen anderen Namen hier sagen werde. Also, ja. Ich hoffe natürlich, einige Fans tummeln sich hier in diesem Projekt und können ihre Erfahrungen mit der Serie irgendwie sagen. Gegner, hart, heißt das irgendwie, ne? Ich habe ja auch ein bisschen so im Manual hier so eingeguckt. Wir fangen direkt den Kampf an. Okay. Okay, Regel Nummer 1. Herausfinden, wie das Spiel funktioniert. Ich versuch mal so Street Fighter mit alle möglichen Sachen hier. Okay. Wenn ich so zurückmache, ziehe ich das Schwert ein. Kann ich mich gar nicht erinnern. So. Ein paar Sachen weiß ich auch. Okay. Nö. Nur für Abenteuer, okay. Ich glaube, ich tue ein Steuerkreuz. Steuern irgendwie geht das nicht. Au! Hammer und Atem, Spezial verwenden, okay. Ja, ich habe schon direkt zwei Erfolge bekommen. Ja, ich kann mich irgendwie aufladen damit. Komm her. Wie ich mich bewege. So, irgendwie kann man auch seine Spezialattacke. Hey, bam! Sehr schön. Sehr schön. Okay, ich kann mich irgendwie aufladen mit R1. So, ich glaube, so kann ich Bremen, ne? Guck mal her. Buff. Sehr schön. Schöner erster Kampf. Aber wenn ich voll noobig hier kämpfe. Ich guck mir vielleicht mal die Steuerung an, damit ich halbwegs irgendwie was hier auf Reihe kriegt. So, schwacher Angriff, mittlerer Angriff, starker Angriff, Achsdrehung, okay. Stil, okay. Eins durch den Stil ansetzen, okay. Wurf, habe ich gemerkt. Okay, das ist die Spezialattacke. Blitz abbrechen. Es gibt aber so kleine Spezialattacken, glaube ich, ne? Gegner, okay. Nicht abgeschlossen, Fragezeichen landen, okay. Habe ich irgendwie, ja, ein Befehl ist okay. Sendo Hamon Overdrive. Fähigkeiten, Würfe.
Bin ich gut, dass man per Knopfdruck hier Superattacken einsetzen kann. Wer zuletzt lacht, okay. Plus zwei Angriffskosten, okay. Guck mal her. Boah, ich glaube, ich hier so einen Balken, ne? Guck mal her. Ja, gut. Kann ich da nicht auch bei Knopfdruck machen? Aber dadurch scheint ich nicht den Erfolg bekommen zu haben. So. Ah, sehr gut. Boah, sowas finde ich geil, wenn man sich so 3D-mäßig bewegen kann. Wie am Posen ist beim Aufladen, sehr gut. Was zum Teufel? Au. Ja, okay, warum soll ich? Ich brauche nur X, um nach oben zu gehen. Okay, so kann ich auch graben. So, ich will nicht mal mit meinen Dings erledigen. Bams. Komm mal her. Oh, Mann. Nein, da will ich jetzt machen. Posen. Weil sehr gewöhnungsbedürftig bis jetzt. Lass mich aufladen, Mann. Lass mich posen, verdammt. Do you even pose? Der tut sich fast gar nicht aufladen. So, komm mal her. Sehr schön. Vito. Sunlight to Yellow. Over. Drive. Dush. Retired. Sehr schön. Sehr gut. Sehr schön. Normales Ende. Ja, okay. Oh, Gold. Okay, cool. Und noch mehr Geld. Nächste Episode wurde freigeschaltet. Im Jojo-Glossar wurde ein neuer Eintrag hinzugefügt. Ja, darum kümmern wir uns alles. Noch sehr viel später. Zur nächsten Episode. Ja, warum nicht? Yes, yes, yes. So in Deutschland alles zu lesen ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ich hoffe, wir tun nicht zu viele Begriffe irgendwie ändern. Übrigens, Episode 2, Hammond-Training. Dieser Mann, der wie aus dem Nichts vor ihm auftauchte, stellt sich ihm als Zeppeli vor. Wenig später offenbart Zeppeli Jonathan eine schockierende Wahrheit. Dio, den er besiegt geglaubt hatte, ist noch immer am Leben. Nachdem er ihm seinen unglaublichen Hammond-Techniken vorgeführt hat, erklärt Zeppeli, dass auch Jonathan diese lernen müsse, um überleben zu können. Nein, jetzt habe ich weggedrückt. Ah! Gegnergesundheit regeneriert sich, ja super. Warte mal, ich kämpfe schon gegen Dio? Nicht abgeschossen, ohne gewinnen und den Mann ohne Spezialattacke irgendwie. Ich setze aber keine Spezialattacke ein. Oh, ich spiele als er. Oh, sehr gut. Oh, das ist aber so verlockend jetzt. Sehr gut. Okay. Ich drücke X drücke dann. Wow, der ist schon ein bisschen stärker. Okay, ich habe irgendwie nichts gemacht, aber ich bin irgendwie stylisch ausgewichen. Wow. Guck mal her. Halt, ja. Der setzt halt auch ein. Oh, wahrscheinlich habe ich das schon vermasselt, weil ich
weil ich das nicht einsetzen soll, aber egal. Oh. Kann ich bei ihm auch gleich einsetzen? Okay, wie kann man bei ihm die Dings einsetzen? Die zweite. Auch das, okay. Verdammt. Verdammt! Ich bin beinahe in seinem Fuß getroffen. Wah. Aber mit dem Steuerkreuz ist irgendwie unspielbar. Mit dem Analog, finde ich. Trotzdem gehe ich immer wieder auf den Analog. Nein! Zweiter Kampf schon direkt in der Fresse. Okay, jetzt mal ein bisschen vernünftiger. Kannst du es wagen? Ich bin Zeppelin. Okay, das ist diese stylische Ausweichung, ne? Kann man, glaube ich, mal, wenn man im richtigen Zeitpunkt abwehrt. Sehr schön. Mal ein, der Froschzerschlag-Trick. Also nicht Froschzerschlag-Trick. Ah. Oh, sehr gut. Nein. Das ist ein Spezialtrick. Wie kannst du fragen? Ich finde das so geil, wie er nach hinten läuft. Und zack. Boah, stylisch. Naja, erstmal ein Bein. Oh, Zoom Punch. So wie ich ihn nenne, Gum Gum Punch. Mal, auf damit. Das ist einfach nur rechts drücken, okay. Oh. Duff. Mit dem Finger da rein. Bams. Oh. Ich poste viel besser als du. So, hier frisst das. Warum leuchten denn meine Augen so? Da war ein Shoryuken, das ist nicht. Au! Jetzt macht er mich hier noch fett. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Nein, ich wollte noch ausweichen. Komm mal her. Du setzt die ganze Zeit den Kopf. Und jetzt den hier. Bams. Du lässt dich immer davon treffen. Hamon der Sonne. Over. Drive. Bams. Sehr schön, voll knapp. Das kann doch nicht gut ausgehen. Ah, sehr schön. Ode an die Menschheit. Nächste Episode wurde freigeschaltet. Nee, lassen wir erstmal. Schon 22 Minuten. Ja, mal zurück zum Hauptmenü.
Yes, yes. Mal gucken. Ne? Ja, der nächste Kampf wäre hier schon. Zeppeli gegen Dio, was? Haben die überhaupt schon mal gegeneinander gekämpft? Oh, ne, Spieler beginnt. Reduziert sich. Okay, dann würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter mit Let's Play JoJo Bizarre Adventure All-Star Battle. Ich bedanke mich als Zuschauer und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.